4, 5, 6. Ich meine, gut, es war ja auch relativ kurzfristig, von daher. Was soll's. Außerdem ist es doch so auch mal ganz nett. Da hatten wir auch einfach viel mehr Zeit, um auf alles einzugehen und alle Fragen zu beantworten. Ich denke, hier ist keine Kiste mehr. Auf der anderen Seite war ja diese eine Kiste noch, wo wir runterhüpfen mussten. Oh, was ist jetzt los? Also diesmal ist das Bild wirklich weg. Keine Angst. Es ist auch bei mir weg. Jetzt ist es wieder da. Blödes Aufnahmegerät hat gesponnen. Ich hasse diese Elgato, ganz ehrlich. One moment, please. So sieht's aus. Wo ist denn diese blöde Kiste noch? Weißt du was? Wir scheißen auf die Kiste. Und gehen jetzt mal weiter Richtung Boss. Denn irgendwie möchte ich den jetzt wirklich gerne mal angehen. So, hier geht es die Leiter nach oben. Was soll in der einen Kiste schon drin sein? Wird jetzt nichts gewesen sein, was ich irgendwie unbedingt brauche. Hoffe ich mal. So, was geht hier? Noch eine Kiste. Hier sind ganz schön viele Kisten irgendwie. Was ist hier für ein Gang? Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Hinterhalt. Hundertprozentig. Über 9000 Blutflaschen, ja, das stimmt. Wir haben einiges an Blut gesammelt. Da ist ein Gegner. Ja, das ist so ein Ding. Das ist so ein seltener Mob, der immer so Waffenaufwertsachen droppt. Das hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Über 9000 Blutflaschen sind in der Kiste. Ja, das wäre schön gewesen, aber leider nicht. Blut in Kisten gibt's nicht. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen, auch nicht verkehrt. Okay. Sind wir auf dem Dach angekommen? Hey, Gude. Sterben bitte. Danke. Das hier nehmen wir mit. Ritterperücke. Oh, wo kommt ihr denn her, liebe Leute? Also ich habe euch eigentlich nicht gebraucht. Ah, meine Ohren. Holy, meine Ohren. Das ist genauso wie als wenn irgendein Bekloppter an der Tafel schreibt, ne? Der es nicht kann. Das ist auch immer ganz schlimm. Schrecklich. Aber es läuft. Bin echt begeistert gerade, wie gut es läuft. Hier müssen wir wahrscheinlich runter. Was für ein Weg das hier aber auch ist, ganz ehrlich. Okay. Verwandten Kaltblut. Ich glaube, jetzt kommt gleich der Boss. Das müsste der Boss sein, wo wir einem Viewer schon mal geholfen haben. In dem letzten Stream.
wenn ich mich richtig erinnere. Hier ist noch ein Item. Der war richtig übel, der Boss. Also da könnten wir jetzt einige Male dran sterben. Feuerpapier erstmal rausholen. Go, go, go. Ja, ich freue mich auch drauf, ganz ehrlich. Gerade hier noch gucken, ob irgendwo noch ein Item ist, bevor wir zu ihm gehen. Und dann geht die Party ab. Okay, sieht nicht so aus. Da oben drin ist er, wer es nicht weiß. Los geht's. Da vorne hockt er. Nochmal tief durchatmen, anschnallen und los geht's. Hallo, Herr Boss. Achtung, jetzt First Try. Dann würde ich lachen. Schön mit Video. Ja, yeah, der wird lustig, ich sag's euch. Das ist ja zum Glück keine Frau, also die schlagen wir nicht. Ja, da sind wir endlich angekommen beim guten Boss. Der uns jetzt den Hintern hart aufreißen wird, ich sag's euch. Eieieiei. Würdest du mal mit dem Scheiß aufhören, bitte? Holy shit. Okay, Konzentration. Also nicht wundern, wenn ich jetzt mal nicht antworte, eine Weile. Denn hier haben wir unseren Spaß jetzt dabei. Jeder Hit zählt, wo ich nicht getroffen werde auch. Nicht ganz so geil. Komm schon, komm schon. Okay, der hat selber Angriff wieder, der mich erwischt hat. Nicht ganz so geil. Können aber mal gucken, ob wir ihn vielleicht irgendwie mal abgeschossen bekommen werden, seine komischen Angriffe da. Nichts gebracht, der Schuss. Das war nicht so gut. Das funktioniert also nicht, dass man da irgendwie durchjumpt. Eieieiei. Nicht ganz so einfach gerade, da er da irgendwie ganz blöd im Eck steht. Rennen wir mal erstmal weg, damit er hier raus kann. Damit er dann irgendwie mal ein bisschen wegkommt. Der nervt nämlich hart. Da im Eck. Das hat nicht funktioniert, schade. Denn das nicht?
Yeah, so wollte ich das. Perfekt. Dicker Hit. So muss das. So kann es weitergehen. Wenn er doch mal anvisiert gewesen wäre, der Gute, ne? Nein. Schade, ich habe den Hit nicht drauf bekommen. Hey. Wo ist er? Da. Okay, heilen. Okay, ich hab ihn wieder. Perfekt. Nice. Feuerwaffe wieder drauf machen. Komm, komm, komm. Du Kackviech. Ich habe keine Munition mehr. Nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Okay, also können wir wieder auf Zweihandwaffe wechseln. Okay, was macht der da für einen verrückten Shit? Okay, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Okay, getroffen. Perfekt. Du Arschloch, ey. Lass mich in Ruhe. Oh nein, oh nein, oh. Okay, ich habe mich noch geheilt vorher. Alles gut. Nicht so gut, nicht so gut. Weg, 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 heil. Weg, ausweichen. Flippt aber aus, der Arsch, ey. Heilen irgendwie. Irgendwas schießt auch die ganze Zeit noch auf mich. Nicht so geil. So, dass ich mich nicht heilen kann. Ich bin tot. Holy shit, ist der übel. Okay, jetzt erstmal den Chat nachlesen hier. Sowas wie Mario Party 10. Ist richtig. Also richtig geplant ist da nix. Wir haben ja mal eine Runde Monopoly, haben wir mal gegeneinander gespielt oder miteinander und solche Sachen. Also wir haben schon ein bisschen was Interessantes zwischen oder zusammen gemacht, gegen uns, wie auch immer. So, wir werden jetzt, ohne einen Gegner zu töten, versuchen zum Boss zu rennen. Damit wir eben die nächsten Tries drauf bekommen. Guten Abend, Maxa Gaming. Auch während des Bossfights gerade noch eingeschaltet. Sehr schön. Genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn man so will. Okay. So, wir müssen hier entlang irgendwie. Rennen, 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 rennen. Okay, der schießt uns ab. Das ist ein bisschen uncool. Aber egal. So, jetzt müssen wir hier die Leiter hoch. Nach einer Stunde und 40 Minuten erst beim Boss. Ja, leider ist das hier in dem Spiel so. Aber, was soll's? So, das sieht doch gut aus. Als ob wir schon relativ schnell da hinkommen, wo wir hinwollen. Welches Level? Ich glaube, ich bin 64 oder sowas. Der Boss hat uns eben doch schon übelst zerrissen. Ich glaube, wir hatten ihn auf ein Drittel der HP, oder? War das ein Drittel? Ich weiß es gar nicht. Drittel könnte aber schon hinkommen. Also fehlt auf jeden Fall noch ein gutes Stück. Auf ein neues. Gleich mal die Knarre rausholen, das ist wichtiger. Den müssen wir ausweichen auf alle Fälle. Sehr schön. Direkt der erste Schuss ging schon mal durch. Was wollen wir mehr? Oh nein, mein Bild ist weg. Okay, ist wieder da.
Das war ja lustig. Das war nicht so gut. Das war alles andere als gut. Lass mal wieder ausweichen. Du Arschloch, ey. Was geht denn ab hier? Ich hier die ganze Zeit Bildaussetzer bei mir habe. Hau mal auf das Schwert, dass er in den Boden rammt, okay? Wenn ich es denn dann sehe. Ach du Arsch. Der soll anfangen, mich normal anzugreifen und nicht da irgendwie mit seinem Scheiß in der Ecke stehen. Kann doch nicht wahr sein. So, da ist mein Blut, das können wir mal mitnehmen, wenn wir schon dran vorbeilaufen. Komm mal weg da jetzt bitte. Ich habe keine Lust, da dich irgendwie dumm in der Ecke bekämpfen zu müssen. Kostet mich nur Tränke. Du Arschi. Warum kannst du mich mal normal angreifen, Mann? Alter, der macht mich tot, wenn er da ist, irgendwie in dem Modus. Die Attacke habe ich so noch nicht gesehen. Also da kann ich nicht einfach wild auf ihn einprügeln, dann müssen wir weg von ihm. Das ging schnell mit dem zweiten Versuch. Naja gut, aber der Weg dahin ist zwar ein bisschen lang, aber wenn wir wirklich keine Gegner töten müssen, kriegen wir da doch jetzt einige Versuche drauf, sodass wir den dann irgendwie hoffentlich auch mal besiegen können. Das hat mit dem ersten Schuss ja ganz gut angefangen, aber dann hat er aufgehört, diesen normalen Angriffsmuster nachzugehen. Was ein bisschen uncool war. Aber gut. Kriegen wir es hin. Wenn nicht, dann fangen wir an zu leveln. So ist der Trick. Geh da hoch, bitte. Danke. Aber immerhin konnte man sich den Weg ganz gut merken, muss ich sagen. Also zum Boss selber. Der war jetzt nicht so schwierig. Wenn ich nicht gegen Wände renne. Ich Level 100 bin. Na super, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Erstmal jetzt hier den Boss besiegen. Das wäre schon mal nicht so verkehrt. Das Schwert haut aber doch auch erst später in den Boden, oder sehe ich das falsch? Das macht er nicht von Anfang an. Oder war das eben diese Attacke, die er zum Schluss gemacht hat, die du meintest? Das glaube ich nicht. Der hat es nicht so gern, wenn man sich ihm nähert, habe ich das Gefühl. Problem ist halt, dass man sich ihm halt nähern muss, damit er da diesen blöden Angriff macht. Diese normalen Drehangriffe. Damit man ihn dann abschießen kann. Na, ich dachte eben schon, er macht's, aber er macht's nicht. Jetzt aber. Das hat nicht geklappt, schade. Wo ich eigentlich dachte, dass ich relativ gut geschossen hätte.
Oh, jetzt muss ich weg, glaube ich, oder? Ne, noch nicht. Das war nicht der Angriff. Oder doch? So was ähnliches war es zumindest. Holy shit, war das knapp mit den HP. Eieieiei. Du bist schon ein Arsch, ganz ehrlich, jetzt aber. Schaden nicht erwischt. Komm, mach deinen Angriff. Nicht den. Nicht den. Jetzt macht er den Mist. Müssen wir weg von der Kugel, die da kommt. Nicht geklappt, schade. Jetzt aber. Was war das denn? Warum hat das nicht geklappt? War ich nicht nah genug dran oder was? Was sich von den Frauen erholt? Okay. Das freut mich ja. Weg von dem Scheiß. Meine Seelen oder mein Blut habe ich irgendwie auch noch nicht gesehen. Wenn ich ehrlich bin. Fuck it, ey. Der lässt mich halt absolut nicht an ihn ran. Der Scheißer. So ein Drecksviech. Komm schon. Ich krieg immer so kleine Hits gerade drauf, das ist ganz cool. Oh, fuck it. Nett, im Ernst, da kann man doch nicht runterfallen. Was ist das denn? Oh, mein fucking Gott im Himmel. Was ist das denn für ein Troll? Oh, mein Gott, nee. Oh mein Gott, nee. Die können doch nicht im Ernst noch von mir verlangen, dass während dem Bossfight, dass ich auch noch auf meine Umgebung aufpasse, dass ich nirgendwo in der Nähe bin, wo ich runterhüpfen könnte. So eine Scheiße. Und ich sehe gerade, das ist unser letzter Versuch, weil wir dann keine Tränke mehr haben. Das heißt, wir müssen danach entweder Tränke farmen gehen oder mal gucken. Wir besiegen ihn jetzt einfach, habe ich beschlossen. Wir besiegen ihn jetzt einfach. Oh Mann. Oh, diesmal habe ich es geschafft, nicht mal von dem Typen abgeschossen zu werden. Was war das denn? Das ist vorher noch nicht passiert. Ho, 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 verdammte Kacke. Ach du heilige Maria. Ah ja. Komm schon, diesmal schaffen wir es. Macht Arkanen Schaden, okay. Dann müsste ich Arkanrüstung anziehen. Ich weiß nur gar nicht, ob ich sowas habe. Wenn ich ehrlich bin. Wir können ja gerade mal gucken, was ich so an Ausrüstung dabei habe. Alles habe ich nämlich nicht dabei. Arkan ist das mit dem Stern. Gut, da habe ich schon das Höchste an. 110 Hunden mit 140 macht mehr Sinn. 60 ist das Höchste. 70, dann ziehen wir das auch noch an. Schaden kann es ja nicht, ein bisschen mehr davon zu haben. Schätze ich mal. Eventuell mal gucken, dass wir vielleicht mit unserem Wahnsinnszeug auch noch ein bisschen was kaufen können, das uns weiterhilft.
Aber wir werden wahrscheinlich, wie gesagt, erstmal Tränke farmen müssen danach. Falls wir es jetzt nicht schaffen. Hoffentlich verpasst du dann den Bosskill nicht. I play games for you. Beziehungsweise I play games for me. Da habe ich es auch schon versaut. Oh, jetzt bin ich glaube ich reingehüpft. Den ist nochmal gut gegangen. Komm schon, komm schon. Das ist schon so ein Drecksviech, ne? Ganz ehrlich. Macht er einen normalen Angriff mal. Macht er aber nicht, ne? Warum sollte er denn auch? Einsicht werden die Gegner hart. Das ist schon ein Wichser, ne? Das ist so ein Drecksboss. Ah, ich war zu spät dran, verdammt. Ich habe den Schuss hingekriegt, aber er hat mich vorher erwischt und deswegen ging das Ding jetzt durch. Ja, logisch. Was denn sonst noch alles? Die dicke Kugel wieder. Logisch. Ach ja. Da habe ich mich mit der Combo erwischt. Was meinst du denn genau mit Einsicht werden die Gegner hart? Also wenn ich jetzt 40 Einsicht habe, sind die Gegner 40 mal stärker oder wie? Oder wenn ich die Einsicht ausgebe erst? So, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt zurück und dann gucken wir, dass wir erst nochmal Tränke besorgen. Irgendwie war unser erster Versuch der beste, lustigerweise. Ja, zu was? Ich habe zwei Sachen erzählt, wahrscheinlich die erste. Wie lange geht's heute? Das ist eine gute Frage. Ich würde ganz gerne den Boss eigentlich noch besiegen. Allerdings, weiß man das ja nicht so genau. So, wir gucken erstmal nach unserer Rüstung. Wie nehme ich die Sachen wieder mit? Achso, das ist Lagern, glaube ich. So, das sind Sachen, die wir jetzt drin haben. Wird geborgen, das klingt doch gut. Nehmen wir erstmal alles mit und dann gucken wir, was am meisten Arkanen hat. So. Das macht alles wenig Sinn. Vielleicht können wir unsere Waffe noch aufwerten. Reparieren auf jeden Fall. Okay, können wir nicht, weil wir keine Dings haben. Und das können wir auch nicht, weil wir keine Seelen haben. Aber wir haben Dings. Noch Items, die wir benutzen können, um was zu bekommen. Also muss ich die 40, die ich habe, ausgeben, okay? Dann macht das ja Sinn, dass ich die ausgebe. Wenn dadurch die Gegner schwächer werden.